Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Curry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Jhin. Riot hat in Patch 14.10 wirklich die wildesten ADC-Item-Changes gemacht, die wirklich alles andere als balanced waren. Jhin hat von allen ADCs tatsächlich am allermeisten profitiert. Vor allem die Collector-Changes haben das Item nun welten stärker gemacht. Und Jhin ist nun mal ein ADC, der nach einem Collector direkt einfach AE bauen kann und nicht so sehr auf Attack Speed angewiesen ist. Seine Pickrate, Bunrate und Winrate sind ordentlich nach oben gegangen und ich gehe fast davon aus, dass Riot im nächsten Patch bei Draven oder bei ihm einmal den Nerfhammer auspacken wird. Bevor wir zum Abfallheimer der Woche kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welcher Champion macht euch in der Champ Select am meisten Angst, wenn ihr einen Gegner mit absurd hohem Mastery-Level seht? Schreibt eure Meinung mal unbedingt in die Kommentare. Ab zum Abfallheimer der Woche. Und dort zu Smolder. Essence Reaver ist nach den Patch 14.10 Changes wirklich das mit riesigem Abstand schlechteste Item im Spiel. Ich meine, das Item ist 300 Gold teurer geworden und dafür habt ihr dann nun 5 AD, 5% Crit Chance und 5 Ability Haste bekommen. Ah, ja, ah, da war ja diese eine Sache. Das Item hat nun einfach gar keinerlei Spayblade-Passive mehr. Also die Schienenkomponente des Items ist komplett weg. Dwayne The Rock Johnson wird euch mal kurz sagen, was er von diesem Item hält. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Und Smolder ist nun mal ein Champion, der extrem von diesem Item abhängig ist. Seine Winrate ist ohne Witz in zum Beispiel Diamond um fast 5% runtergegangen. Er hat momentan in Emerald Plus mit 43,25% Winrate die schlechteste Winrate im gesamten Spiel. Allgemein muss allerdings gesagt sein, kauft bitte einfach niemals Essence Reaver. Das Item hat auch Ezreal's Winrate direkt auf 46% befördert. Dort kaufen die Leute nun aber mittlerweile zum Glück in nur noch 21% aller Fälle Essence Reaver. Und seien wir ehrlich, ich bin froh darüber, denn das Item hat ganze 41% Winrate auf Ezreal. Kurze, aber wichtige Info. Ich bin bis zum 3.6. im Urlaub. Bis dahin wird es dann leider keinen Kluftkurier oder Rift Report geben. Am 4.6. wird es mit dem Patch 14.12 Rift Report das nächste Video von mir geben. Kommen wir damit zum Nope der Woche und das ist Draven. Dass die mehr als knackigen Buffs für AE und Collector ordentlich reinschallern, war relativ klar. Neben Jhin hat Draven am meisten von diesen Changes profitiert. Seine Bunrate ist kurzerhand praktisch in jedem Elo-Bereich um mindestens 5% gestiegen und wenn ich ehrlich bin, völlig zurecht. Gute Draven-Spieler können nun mit diesen Item-Changes härter 1v9 carrying als jemals zuvor. Zeit für unseren Broken Pick der Woche und das ist Brand. Brand ist ehrlicherweise seit seiner Jungle-Karriere in Season 14 extrem stark. Jetzt hat er allerdings mit dem neuen Blackfire Torch ein Item bekommen, das wirklich perfekt auf ihn maßgeschneidert ist. Blackfire Torch ist an sich statistisch betrachtet wirklich kein Überflieger. Einem Champion wie Brand mit eingebautem Dot ein Item zu geben, das noch mehr Burn Damage macht und für getroffene Ziele sogar noch prozentual AP gibt, dass das eine extrem starke Kombi sein würde, das wusste glaube ich so ziemlich jeder. Er ist ein 4-Rollen-Flex mit fast 52% Winrate. Insbesondere auf der ADC-Position ist seine Winrate in Kombination mit zum Beispiel Nami absurd hoch. Springen wir damit zu unserem Item der Woche und das ist wieder einmal Knight's Vow. Nachdem das Item in Patch 14.10 angepasst wurde, dachte ich tatsächlich, dass das Ganze eher ein relativ harter Nerf sein würde, da man nun statt 10 bis 20% Damage Reduction nur feste 12% hat, dass die Damage-Werte, die man damit absorbiert, nun aber von der eigenen Armor und MR beeinflusst werden, war so eine absolut geisteskranke Änderung. Die Pickrate des Items ist um fast 6% gestiegen und auch die Winrate ist um mehr als 1% nach oben geschnellt. Ich würde euch allerdings empfehlen, die Aktive des Items statt auf euren ADC auf euren Bruiser zu packen, da diese einfach sehr viel mehr Damage in einem Fight soaken. Ab zum Fail der Woche und dort zum neuen Mastery-System. Dass viele Leute sich nicht besonders auf das neue Mastery-System gefreut haben, war klar. Die Riot- und Insta-Posts, welche die pure Enttäuschung der Spieler wiedergeben, explodiert nun aber förmlich. Der entscheidende Punkt: Niemand weiß, warum man das Ganze überhaupt gemacht hat und wieso man diesen Schritt jetzt gegangen ist. Und ich bin ehrlich, ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung. Mit dem neuen System sind vor allem auch jede Menge Freebies, wie zum Beispiel die wöchentlichen Kisten für S-Grades, komplett verschwunden. Dazu kann man alle Champion-Charts, die man sich extra aufgehoben hat, nun wirklich in die Tonne klatschen. Das Bescheuertste, und ich konnte das Ganze wirklich selbst nicht glauben, bis ich es extra nachgeschaut habe,
Wenn ihr nun, sagen wir zum Beispiel für den neuen Milestone One, einen B-Rang und 4 C-Ränge braucht, dann müsst ihr auch C-Ränge bekommen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt einfach 5-mal S oder S plus hintereinander bekommt, dann zählt das nicht. Wirklich einfach gar nicht. Es müssen explizit C- oder B-Ränge sein, um jetzt in diesem Milestone One voranzukommen. Alter, was ist das denn bitte für ein kompletter Schrott? Ab zum Trick der Woche und dort zu einem der größten Fehler, die Jungler beim Clearen machen. Jeder möchte beim Clearen natürlich die Camps zum nächsten Camp ziehen, um so die Clear Speed zu erhöhen. Extrem häufig sehe ich dabei allerdings wirklich noch bis Easy Diamond hinein, dass Spieler nach wirklich jedem einzelnen Auto-Attack versuchen, das Camp zu kiten. Was in der Theorie toll klingt, kostet euch allerdings unfassbar viel Clearspeed. Jungle Camps haben auch Auto-Attacks und können sich nur dann bewegen, wenn ihre Auto-Attack-Animation durch ist. Indem ihr euch die ganze Zeit nach jedem einzelnen Auto bewegt, misstimt ihr häufig eure Autos und reduziert damit euren DPS und folglich auch eure Clearspeed, ohne die Camps dabei wirklich überhaupt schneller dorthin zu bringen, wo ihr sie haben wollt. Was macht eigentlich Riot? Nach dem gigantischen Patch diese Woche gibt es erstaunlicherweise bei Riot nichts, was direkt in den Startlöchern ist. Julex Gameplays hatte allerdings 2 Essence Emporium Chibi Icons in den PBE-Dateien gefunden. Alles deutet daher darauf hin, dass das nächste Essence Emporium spätestens übernächsten Patch, eventuell sogar schon nächsten Patch, auf die Live-Server kommen wird. Das war's tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten LoL-Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn am 4.6. um 20 Uhr bin ich wieder für euch da.